So, mit der versprochenen 2 Minuten Verspätung haben wir jetzt auch die technischen Probleme gelöst und ich habe bei mir hier die Katharina und wir reden über agile Werte leben, so geht's, hat sie ihren Vortrag genannt. Das finde ich ein sehr wichtiges Thema, weil ich auch, also wenn ich mal Scrum-Schulung gemacht habe oder so, versucht habe, den Leuten beizubringen, klärt erstmal die Werte. Viel wichtiger als Methodik, über Werte zu reden, und ich finde das auch gar nicht so einfach in einem Team, über Werte zu reden, zu reflektieren, was sind denn unsere Werte, die gemeinsam mal auch festzuhalten und dann auch immer wieder hervorzuholen und mal anzuschauen und in Frage zu stellen vielleicht auch. Und insofern bin ich mal gespannt. Die Katharina hat uns ein Werkzeug mitgebracht, das sie heute vorstellen möchte, das sie entwickelt hat. Und ich bin gespannt, ob uns das vielleicht bei diesen Wertediskussionen in Teams hilft. Liebe Katharina, hallo. Hi, ich freue mich, das vorstellen zu dürfen. Danke, dass ihr dabei seid. Ich habe ja keine Ahnung, wer da sitzt und wie viele da sitzen. Ich rede hier mit meiner Präsentation. Ich freue mich trotzdem total und ich hoffe, dass ihr was mitnehmen könnt. Ja. Ganz kurz zu mir. Wir haben ja nur kurz Zeit, deswegen möchte ich mich da gar nicht lange mit aufhalten. Ich habe ein paar Bücher geschrieben. Das aktuelle ist, wie Agilität gelingt, ein agiles Mindset entwickeln, typische Hürden meistern. Und da habe ich den Wertereflektor erstmals veröffentlicht. Ich arbeite seit 21 Jahren als freiberuflicher Coach, als Beraterin in Unternehmen und habe bei der Gelegenheit entdeckt, dass das wichtig ist. Ich sage da gleich noch mal was dazu. Aber weil wir so kurz Zeit haben und damit ihr nicht so viel schreiben müsst, ihr bekommt den Wertereflektor komplett mit Anleitung, Workshop-Design etc., wenn ihr eine SMS an die hier eingeblendete Handynummer sendet mit dem Codewort AIE klein und dann Leerzeichen und dann deine E-Mail. Natürlich nicht eintippen deine@email.de, sondern eben deine E-Mail-Adresse. Ja? Ich blende das noch ein paar Mal ein, falls du jetzt so schnell nicht mitkommst. Also, ich sagte, ich komme gleich nochmal drauf zurück, warum ich das so wichtig finde. Ja, hier den Spruch, den kennst du bestimmt, a fool with a tool is still a fool. Und genau das erlebe ich. So wie, jetzt habe ich mir den Namen nicht gemerkt, wer mich gerade vorgestellt hat, gesagt hat, ja, das erlebe ich auch häufig. Egal, ob es um Scrum geht, ich bin auch Scrum Master, oder um Design Thinking, Kanban, vollkommen egal. Bei den agilen Arbeitsweisen erlebe ich immer wieder, dass die allermeisten Unternehmen darauf setzen, das so toolartig einzuführen. Ja, so eine Zwei-Tages-Schule, Schulung sehr beliebt und dann soll es losgehen. Und ganz häufig sind die Menschen vollkommen überfordert, weil es eben ja nur ein Rahmenwerk ist und das irgendwie gefüllt werden muss und in großen Teilen eben auch mit der, ja, mit dem, wie ich denke, mit meinen Werten, mit meinem Mindset. Das ist das, was ich glaube, was helfen würde, damit Agilität überhaupt gelingen kann. Diesen Spruch, den hast du bestimmt schon mal gehört. Es geht eben nicht darum, irgendwie agil zu arbeiten, sondern agil zu sein. Oder anders gesagt, wenn ich agil denke, werde ich auch agil handeln können, aber umgekehrt funktioniert halt nicht. Und ein ganz großer Teil vom agilen Mindset ist eben der Wertereflektor, beziehungsweise die agilen Werte. Ist ein großer Bestandteil unseres Mindsets. Also ich rede jetzt hier vom persönlichen Mindset. Und mir ist aufgefallen, dass agile Werte, dass die, dass ganz viele das Thema haben, dass sie nicht so genau wissen, wie sie das anpacken sollen. Und was passiert dann gern mal? Es fällt unter den Tisch. Schon vor Agile wurden Werte ja allermeistens äußerst stiefmütterlich behandelt, wie ich finde. Immer so nach dem Motto, nice to have, aber brauchen wir nicht wirklich. Und ich glaube, dass es in Teilen auch was mit Hilflosigkeit zu tun hat. So, wie genau gehen wir denn da ran?
So, und dazu habe ich eben den Wertereflektor entwickelt, den ich dir genauer vorstellen will, wo du aber auch natürlich nochmal ganz viel außenrum in meinem Buch bekommst. Und ich beziehe mich auf die 5 Scrum-Werte. Ja, mir ist klar, dass man nicht einfach sagen kann, die Scrum-Werte sind agile Werte, aber ich würde schon mal sagen, die Scrum-Werte sind auch agile Werte. Sie gehen aufs agile Manifest zurück und ne, bevor wir uns hier zerfleddern, das hatte ich alles schon mal, ich habe die genommen, um einfach mal einen Anpack zu haben. Es ist ein Angebot. Ja, die 5 Scrum-Werte kennst du sicher. Selbstverpflichtung, Offenheit, Mut, Fokus und Respekt. Und mir ist in zahlreichen Workshops aufgefallen, sehr viele können die sogar aufzählen. Aber spätestens, wenn ich frage, aha, okay, und wie zeigen die sich denn bei euch, dann kommt da nicht so viel. Ja? Oder was fällt euch denn als Fallbeispiel ein? Da kommt schon gar nichts mehr. Und deswegen habe ich den so aufgebaut, dass es 3 Teile gibt. Plus, ich nenne es mal Vorglühen, also erstmal so reinkommen in das Thema. Also im ersten Teil geht es um die Bedeutung in der Praxis, dass man so ein bisschen eine Gesprächsgrundlage bekommt, ja, so ein bisschen reinfindet in das Thema. Im zweiten Teil geht es darum, wie erlebt das Team und jeder Einzelne denn die Werte in der Zusammenarbeit? Darauf kommt es ja letztlich an. Und als letztes dann nochmal eine Gruppenreflexion mit dem sogenannten Wertestern. Und ich stelle dir die Teile einfach mal kurz vor, damit du eine gute Vorstellung hast, wie das aussehen kann. Beim Vorglühen habe ich gute Erfahrungen damit gemacht, tatsächlich mal die Frage zu stellen, welchen der 5 Werte haben wir denn in den letzten 3 Monaten am stärksten gelebt? Selbst wenn man noch nie irgendwie darüber gesprochen hat, dann werden die ja irgendeine Idee haben, was heißt Mut, was heißt Offenheit. Ja, das könnte ein Anfang sein. Und ich mache das dann immer so, ganz praktisch. Ich mache mit so Malerkrepp, das geht immer auf jedem Boden, klebe ich mir so 5 Felder ab. Und dann lege ich einfach Moderationskarten rein mit den 5 Werten, ja, so einfach beschriftet mit den 5 Werten. Und dann bitte ich das Team, ordnet euch doch mal zu dem Wert, von dem ihr glaubt, den habt ihr als Team in den letzten, in der letzten Zeit am stärksten gelebt. So. Und dann seht ihr ja, wenn ihr da dran gehen wollt, aha, okay, bei zum Beispiel Offenheit stehen ganz viele, ich vermute eher nicht, und bei irgendeinem anderen Feld steht vielleicht überhaupt niemand. Und dann ist das schon mal ein guter Gesprächsaufhänger. Und zwar, dass man einmal fragen kann, bei denen, wo viele Menschen stehen, okay, und wie hat sich das denn in unserem Verhalten eigentlich gezeigt? So ganz plastisch, ne? So nach dem Motto, wenn ich ein Video mir angucken würde, wie ihr gerade, keine Ahnung, mutig seid, wie würde das denn aussehen? Was könnte ich da drauf sehen? Und dann würde es weitergehen, nachdem jetzt alle so ein bisschen vorgeglüht haben, mit dem ersten Teil, der aus 3 Unterteilen besteht, nämlich erstmal eine Beschreibung, ein positives und ein negatives Fallbeispiel und auch Voraussetzungen, die gegeben sein müssen. Alles eben als Angebot, um mal einen Anpack zu haben und von dort aus weiter zu diskutieren. Was brauchen wir davon oder eben nicht? Ja, also es geht darum, die agilen Werte ins Bewusstsein überhaupt erstmal zu bringen, die auch wirklich anschaulich werden zu lassen, fehlende Voraussetzungen zu identifizieren, denn es ist natürlich schwierig, wenn das Team einen Wert leben soll, aber die Voraussetzungen dafür nicht gegeben sind. Klassiker, alle sollen offen sein, erleben aber immer wieder, dass wenn sie es sind, dass sie sich eine blutige Nase holen, das ist natürlich blöd, ja. Und es geht auch natürlich darum, notwendige Entwicklungsrichtungen gemeinsam entdecken und identifizieren zu können, damit man nicht irgendwie sinn- und planlos an allen 5 Werten gleichzeitig arbeitet, sondern da so einen Hebel im Idealfall findet.
Dann gibt es, dass du dir das besser vorstellen kannst, ja, wie so eine Beschreibung aussieht. Ich habe das jetzt nur mal an dem Beispiel, an dem einen Wert Selbstverpflichtung gemacht. Ja. Ich lese dir das jetzt nicht vor, aber ne, kannst du dir gerade mal anschauen. Und ich sage nochmal, es geht mir nicht darum, dass ich jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen hätte oder hier die Wahrheit verkünden würde, sondern es geht darum, so eine Ausgangsbasis zu haben, worüber man diskutieren kann. Wie sehen wir das? Und es geht eben schon darum, dass das Team dazu kommt, mal ein gemeinsames Verständnis dazu zu entwickeln. Was verstehen wir eigentlich unter dem Wert Selbstverpflichtung? Ja. Und ich empfehle eben dann auch dem Team, das als Handout auszuteilen, dass die sich das mal durchlesen, diese Beschreibung, und dann eben auch jeweils zu jedem Wert ein positives Fallbeispiel. Das sieht so aus. Ich lasse dich mal kurz lesen. Gerade mal so querlesen. Das kannst du hinterher in deinem Handout ganz in Ruhe tun. Und dann gibt es natürlich zu jedem Wert auch ein negatives Fallbeispiel. Ja? Und das alles soll eben, wie gesagt, dazu dienen, da darf dann auch gerne wild diskutiert werden und das wird es wahrscheinlich auch. Also ich sehe das ganz anders oder wie auch immer. Oder mir fällt ein besseres Beispiel ein, sehr, sehr gerne. Ja. Hauptsache, man kommt darüber ins Gespräch. Und dann gibt es eben noch zu jedem Wert so einen kleinen Part, mit Vorschlägen zu Voraussetzungen, die gegeben sein sollten, meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach. Ja, du siehst hier zum Beispiel, das Team muss die Arbeitsmenge bestimmen dürfen, für deren fristgerechte Erledigung es die Verantwortung übernimmt. Ja, oder das Team hat sich auf Entscheidungsprinzipien geeinigt. Das vereinfacht sehr vieles. Ne? Und weil ich das für besonders wichtig halte, bekommst du, wenn du diese deine E-Mail-Adresse an diese SMS schickst mit dem Codewort AIE, Leerzeichen, deine E-Mail, bekommst du auch nochmal extra ein Goodie mit den 7 Entscheidungsprinzipien, um auch da mit dem Team ins Gespräch kommen zu können, okay, welches finden wir denn gut? Ja. Und du siehst in dieser Liste Voraussetzungen, das habe ich dann auch als Plakat, verwende ich das in einem Workshop, mal alle zusammen. Ja, also erst tut jeder individuell für sich mal ankreuzen, welche hält dafür gegeben, beziehungsweise da macht er dann dieses Häkchen dran in die Spalte. Und wo er sagt, oh mein Gott, also das haben wir gar nicht, das bräuchten wir aber dringend, da kommt dieses X mit dem Ausrufezeichen rein. Ja, das macht im ersten Schritt an dieser Stelle jeder für sich erstmal. Und dann kommt der nächste Schritt, nämlich es muss ja klar sein, wie erleben wir eigentlich die Werte? In der Zusammenarbeit, woran machen wir die fest? Und das besteht wieder aus im Unterteil, nämlich ich habe da Partnerwerte entwickelt. Na, da kommen wir gleich nochmal dazu. Mit Partnerwerten meine ich, jeder Wert kann ja auch übertrieben werden. Also Beispiel, wenn jemand mutig ist, ist das eine gute Sache. Aber das kann ja auch so übertrieben werden, dass das Risiko, also dass er einfach zu risikobereit ist. Und es kann als Gegenpart was anderes brauchen. Da kannst du schon mal drüber nachdenken, was es sein könnte, was dir dazu einfällt, was denn den Wert Mut unterstützt, abfedert, ebenfalls positiv ist, aber auch einen guten Ausgleich dazu bietet, damit Mut nicht übertrieben wird. Ich löse das gleich noch auf. Ja, also ne, es geht hier darum, auch das Ganze nochmal zu differenzieren, wirklich zu einer Reflexion einzuladen und das Ganze dann auf einer Doppelskala zu verordnen. Und jetzt erstmal, die zeige ich euch auch gleich nochmal, was würdest du denn denken, was den Wert Selbstverpflichtung abfedern kann, damit der nicht übertrieben wird? Ja?
Also ich habe jetzt dafür gewählt, das Thema Abgrenzung, weil meine anderen Themen sind ja Resilienz und Achtsamkeit und das nicht ohne Grund, weil ich erlebe, dass Agilität ja auch sozusagen ein Brandbeschleuniger sein kann für das Thema Burnout. Ja, erlebe ich leider viel zu oft, dass Menschen da schier in den Wahnsinn geraten. Und mit Abgrenzung meine ich an der Stelle, dass man tatsächlich auch mal für sich klar hat, okay, ich gebe alles, aber ich achte auch auf mich. Und es gibt einen Punkt, einen Teil meiner Energie muss ich einfach auch für mein Restleben zurückbehalten, um es jetzt mal ganz kurz und knapp auszudrücken. Was denkst du, was es wohl bei Offenheit sein könnte, was dem gegenübersteht? Also ich habe gewählt das Thema Zurückhaltung. Damit meine ich, ich habe schon Teams erlebt, die waren ja ach so offen, haben jedem ständig ungefragt ihre Meinung um die Ohren gehauen, haben damit unglaublich viele Konflikte heraufbeschworen, die nicht hätten sein müssen, aus so einer übertriebenen oder falsch verstandenen Offenheit heraus. Und deswegen habe ich als Partnerwert eben das Thema Zurückhaltung gewählt. Bei Mut, na, vielleicht hast du schon eine Idee, was du da wählen würdest. Ich habe dazu genommen Besonnenheit, so eine bedachte Besonnenheit. Eben schon auch nochmal überlegen und das abstützen, bevor man dann allzu mutig wird. Bei Fokus habe ich das Thema Gesamtblick. Fokussiert sein ist ein ganz wichtiges Thema. Auch nicht in zu vielen Sachen hin und her springen. Nur die Praxis zeigt immer wieder, dass Menschen ja eben große Schwierigkeiten haben, durch die Umstände tatsächlich ganz fokussiert an einem Projekt zu arbeiten. Und dann braucht es natürlich auch noch den Gesamtblick, um priorisieren zu können, um zwischendurch auch mal sich sammeln zu können und sich nicht im Chaos zu verlieren. Und dann Respekt, da habe ich lange überlegt, ja, was ist das Gegenteil? Respekt hat ja auch so diesen Aspekt, wo es darum geht, Unterschiede tolerieren zu können, akzeptieren zu können, Diversity, Stichwort und so weiter. Aber auch so, manche habe ich erlebt, sind einfach zu respektvoll, also fast schon unterwürfig und immer ist alles okay, das kann es auch nicht sein. Und deswegen habe ich als Gegenpart, als Partnerwert Konfliktfähigkeit gewählt. Ja, gut, dann, dass du mal so eine Vorstellung hast, ich sage natürlich nicht einfach nur, okay, Selbstverpflichtung hat den Partnerwert Abgrenzung, sondern dann kann jeder in der individuellen Arbeit für sich mal anhand dieser Beispiele, ne, das ist auch wieder so ein Angebot, um eine Idee zu kriegen, okay, wie ist es denn bei uns mit der Selbstverpflichtung und wie ist es denn bei uns mit der Abgrenzung? Und dann kann jeder das verorten auf dieser Doppelskala. Oben diese Rundung ist eben immer der eigentliche agile Wert und unten ist das eben abgestützt sozusagen durch den Partnerwert. Und du ahnst es schon, es ist natürlich schön, wenn man irgendwie so in der Nähe des grünen Bereichs rings um die Mitte ist. Das ist die Idee dahinter. Ja, genau. Der dritte Teil ist, tut mir leid, ich gebe ein bisschen Gas, aber du darfst dir das ja alles nochmal durchlesen, weil wir haben ja nur so kurz. Der dritte und letzte Teil, da geht es darum, dass ich jetzt diese ganzen einzelnen Ergebnisse tatsächlich zusammenbringe und für alle transparent mache. Das wäre ja sonst ein riesen Larifari, ja. Und jetzt besteht das aus den Teilen. Jeder trägt seinen individuellen Wert von allen 5 Werten gleichzeitig auf dem Wertestern ein. Den zeige ich dir gleich. Plus, du hängst vielleicht noch zusätzlich das Plakat mit den Voraussetzungen auf, wo auch jeder einträgt, wo er seine Ausrufezeichen hat, wo er sagt, also diese Voraussetzung müssen wir dringend irgendwie hinkriegen. Haben wir aber nicht.
Und dann kann man gut die Unterschiede diskutieren. Ja, da geht es natürlich auch wieder darum, erstmal ein gemeinsames Verständnis sich zu erarbeiten, was nicht von alleine da ist, kann ich dir sagen, habe ich leidvoll erfahren in vielen, vielen, vielen Gruppen. Und eben die Unterschiede auf einen Blick für alle gleichzeitig transparent machen, für alle, die daran teilnehmen. Und das ist eine super Sache, weil ich so natürlich viel besser auch dann ins Gespräch kommen kann und immer noch mal so eine Denkstütze habe. Dann tatsächlich auch als Gruppe die bedeutsamsten Werte identifizieren kann und mich auch auf die Bearbeitung einigen kann. Ja, da gehe ich gleich noch mal kurz drauf ein. Ja, natürlich auch die Meinung diskutieren zu den fehlenden Voraussetzungen. Und jetzt dann eingrenzen. Das ist ganz wichtig. Also um Gottes Willen nicht alles, was jetzt an Voraussetzungen noch nicht gegeben ist, bearbeiten und auch nicht jeden Wert, den man eigentlich mehr bräuchte, bearbeiten, sondern ich empfehle im ersten Schritt eine Voraussetzung zu identifizieren, welche hält das Team für die wichtigste und einen Wert, an dem man sich ranwagen will. Und dann Scrum-like beispielsweise ein Sprint draus machen oder in den Retrospektiven immer mal wieder das aufgreifen, weil das möchte ich an der Stelle auch erwähnen, das ist ein Brett, da macht man natürlich nicht den gesamten Prozess am Stück, ja, sondern das kann man schön schrittweise einbauen, immer mal wieder einen kleinen Teil von diesem Wertereflektor. Okay, und dann natürlich eben, wie eben beschrieben, ganz konkrete Maßnahmen ableiten. Sonst ist das ja alles dann auch nur Schall und Rauch, ne? So sieht der Wertestern aus. Da siehst du eben immer sowohl den Wert als auch den Partnerwert. Und damit du mal eine Idee hast, wie das ganz konkret aussehen kann, nachdem in dem Fall eine kleine Gruppe von 3 Leuten den Wertestern bepunktet hat, ja, kannst dir ja mal kurz ein Bild machen, was du denkst, was sind da Auffälligkeiten, worüber du mit deinem Team ins Gespräch kommen würdest, ja, nachdem jetzt das Ergebnis ist und alle sehen jetzt also diese Punkte. Kleiner Hinweis, was aus meiner Sicht auffällt, ist, dieses Dreierteam ist sich absolut einig, dass bei dem Wert Offenheit, Zurückhaltung, dass da zu viel Zurückhaltung die Zusammenarbeit nach Meinung des Teams behindert. Und es könnte gut sein, dass die sagen, nachdem sie das Ergebnis haben, lasst uns mal daran arbeiten, mehr Offenheit reinzubringen in unsere Zusammenarbeit und überlegen, wie genau wollen wir das tun. Ja, genau, das wäre es von meiner Seite schon gewesen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Entwickeln der agilen Werte. Ich würde wahnsinnig gerne noch mit euch ins Gespräch kommen. Ich beantworte euch gerne alle Fragen dazu. Und hier ist nochmal die Einblendung für euer Workbook. Wenn ihr euch das runterladen wollt, kostenfreies Workbook mit allen Beschreibungen, mit den Vorlagen, mit den Handouts zum Wertereflektor. Es hat mir viel Freude gemacht. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Ich danke dir fürs Dabeisein. Dankeschön. Alles Liebe. Und jetzt können gerne Fragen kommen. Jetzt muss ich nur verstehen, wie ich aus der Präsentation rauskomme. Einfach den Vollbildmodus beenden und Google Freigabe beenden, gell? Ja, genau. Super. Siehst du mich? Sehr gut. Mehr siehst du ja auch nicht. Wir sind zu zweit. Also es wird ein Dialog werden. Ich kann herzlich einladen. Wir haben ja auch noch die Möglichkeit, hier in der Hopin-Plattform gibt es ja diese Sessions. Da kannst du auch noch eine Session anlegen. Da kannst du auch noch mit den Teilnehmern, die interessiert sind, dir in direkten Kontakt kommen. Okay. Beziehungsweise ihr Teilnehmer könnt mit ihr auch in direkten Kontakt kommen. Jetzt funktioniert es erstmal nur so, dass ich ein paar Fragen für dich habe und die ihr gerne auch noch eure Fragen noch teilen könnt. Wir haben ja noch ein paar Minuten und so gute 10 Minuten haben wir noch. Das ist doch schön.
Ich habe schon ein bisschen was mit notiert. Also ich finde, das fand es sehr spannender Einblick. Ich finde es auch, habe ich ja in meiner Anmoderation schon gesagt, eigentlich super wichtig, daran zu arbeiten. Und jemand im Chat hat eine Frage gestellt, die mir auch auf der Zunge lag, und er hat es genannt, wie gehst du mit der Tyranny of the Urgent um? Also mit der Tatsache, dass immer dringendere Alltagsprobleme da sind und man sich sagt, naja, die Werte, wir müssten mal, aber eigentlich haben wir viel dringendere Sachen. Oh ja, ich weiß genau, wovon du da sprichst. Danke für die Frage. Das ist ja genauso, bei Scrum beispielsweise höre ich immer wieder, dass man vor allen Dingen die Retrospektive weglässt. Und da sehe ich tatsächlich eine Parallele. Ja. Wie gehe ich damit um? Ich erzähle da immer mal ganz gerne diese alte Geschichte, die viele kennen, mit der stumpfen Säge. Ja, also ganz kurz nochmal, falls es nicht bekannt ist, da läuft jemand durch den Wald und hört in der Ferne jemanden fluchen und immer wieder das Kreischen von so einer Motorsäge. Und er kommt näher und näher und dann sagt der gute Mann, was machst du denn da? Und dann sagt er, diese Scheißsäge, das Sägeblatt ist stumpf. Ja, dann mach doch bitte, dann warum machst du denn nicht ein neues Sägeblatt drauf? Ja, dafür habe ich keine Zeit. Ja. Und ich finde, das trifft es einfach so wunderbar, was passiert, wenn man glaubt, dass man wirklich den Kern von Agile weglässt. Ja, es wird zu Konflikten kommen, es wird zu Reibungsverlusten kommen in der Zusammenarbeit, und ich erkläre das immer und immer wieder. Und ich beruhige immer eben, dass ich dann nochmal sage, Leute, ihr müsst nicht das ganze Teil am Stück machen und euch dafür 2 Tage in Klausur zurückziehen, sondern baut das schrittweise ein und lest das erstmal, identifiziert selbst mal. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn die so einen echten Anpack haben, ja, und dann selbst identifiziert haben, das ist wirklich wichtig, und sich dann einigen auf nur eins, dann erscheint das nicht mehr so riesig groß. Und dann sind die eher bereit, das auszuprobieren. Okay, also hast du ja auch schon im Vortrag gesagt, also wir nehmen uns ein bisschen Zeit und dann vielleicht nicht die ganze Retrospektive, sondern ein Teil. Und dann ist auch für die akuten Alltagsprobleme eben noch Platz in so einer Retro. Ne? Also dass man es reinmischt, habe ich verstanden. Ja. Also ich meine, so in der Retro wird das wahrscheinlich nicht reichen. Das wäre schon ganz gut, wenn man sich da mal extra was dazu bastelt. Aber gut, ja. Okay. Dann war noch die Frage nach konkreten Tipps, was man denn danach macht. Also ich meine, du hast jetzt diesen Stern gezeigt. Wie kommst du mit den Leuten auf konkrete Maßnahmen? Ja. Also zum einen setze ich natürlich erstmal, Stichwort Selbstorganisation und so, setze ich auf die Ideen aus dem Team. Ja, es wäre ja keine agile Vorgehensweise, wenn ich denen dann vorgeben würde, so, und ich schlage jetzt mal folgende Maßnahmen vor. Ne? Und da kommt auch immer erstaunlich viel, wie man da rangehen könnte. Ich habe es bisher noch nicht einmal erlebt, dass gar nichts kam. Ja. Trotzdem bringe ich auch immer mal Vorschläge ein, natürlich. Zum Beispiel gibt es ein Spiel, Finde den Elefanten. Das habe nicht ich entwickelt, sondern ein Willem Larsen. Aber ich habe in dem Buch, in meinem Buch kann man alles runterladen auch, also so an Arbeitsblättern, und dann das Spiel, dass man sich die Spielkarten ausdrucken kann. Zum Beispiel zum Thema Offenheit. Da erlebe ich nämlich, dass das wirklich schwierig ist für manche, dass sie das einfach mal spielen und sich damit für sich das Thema Offenheit weiterentwickeln und damit eben auch die Zusammenarbeit immens verbessern. Mhm. Ich will jetzt nicht immer so ewig lang antworten, gell? Ich kann dir auch 3 Wochen was erzählen. Ach ja, du, wir haben ja noch 10 Minuten. Also insofern, jetzt fragt Dennis im Chat, also wenn man sich dagegen entscheidet, das so häppchenweise zu machen, sondern als einen großen Workshop, was würdest du da vorschlagen, wie viel Zeit man sich dann nehmen sollte als Team? Ja, also ich habe den ja schon häufiger gehalten, diesen Workshop, und also ich mache das nie ganz am Stück. Weil es braucht wirklich zwischendurch dieses Sacken lassen und dann auch noch mal viele, wenn die, also ich mache vor allen Dingen den Teil als Vorbereitung, dass sie das Handout bekommen mit der Beschreibung der Werte, dem positiv-negativen Fallbeispiel,
den Voraussetzungen, dass sie das ausfüllen und dass die schon so kommen. Dann bespreche ich das nochmal und dann geht es los, dass die im Workshop diese Doppelskala ausfüllen und sich nochmal darüber diskutieren, mit den Abgrenzungen, mit den Partnerwerten, ja. Und dafür und der Diskussion veranschlage ich einen Tag. So, dann sollen die in der Zwischenzeit, bis wir uns das nächste Mal sehen, sollen die einfach auch in der Praxis das Ganze nochmal beobachten, ja. Weil allein dadurch schon viel passiert, dass es jetzt präsent ist. So. Und dadurch die weitere Arbeit spannender wird. Also die sollen nochmal beobachten, gegebenenfalls ihre Bewertung nochmal überprüfen. Und dann an einem weiteren Tag, auch ein voller Tag, geht es dann darum, gemeinsam das Plakat Voraussetzungen auszufüllen, gemeinsam den Wertestern auszufüllen und dann gemeinsam da Maßnahmen von abzuleiten. Also erster Schritt an diesem Tag, nachdem wir das alle gemacht haben, ist natürlich, dass die einen Wert gemeinsam identifizieren, an den sie ran wollen und eine Voraussetzung. Und dann arbeiten wir gemeinsam daran, tatsächlich auch Maßnahmen abzuleiten. Mhm. Genau. Gut. Jetzt wird im Chat noch die Frage nach dem Commitment diskutiert. Also wenn ich in sowas reinsteigen will, du hast ja eben schon die Geschichte von der Säge erzählt. Das ist sicherlich auch irgendwie sowas, mit dem man gut einsteigen kann, immer Awareness schaffen. Aber hast du da Tipps dazu, überhaupt ein Commitment herzustellen? Weil sonst nimmt dein Team vielleicht an, sagen, ja, wir machen mit der Katharina diesen Workshop und ja, da kommen Maßnahmen raus. Aber das Alltagsgeschäft ist sowieso viel wichtiger und diese Maßnahmen, naja, legen wir zur Seite. Also, ich habe gerade nach unten geguckt, weil ich habe ein Hundebaby. Das habe ich extra vorher tot gespielt sozusagen. Aber jetzt kommt er auf. Ich nehme die gerade mal auf den Schoß. Ja, ich wollte gerade sagen, so Tierbaby-Content, das ist immer gut. Ja, sowas sehr süß. Also da gehen die Bewertung gleich 3 Punkte nach oben. Das ist Sky. Sie ist erst 11 Wochen alt. Also, jetzt muss ich mir an Haaren rumkauen. Mein wichtigster Tipp dazu ist, mach nicht Werte um der Werte willen. Genauso mach nicht Agile um Agile willen. Ja, also genauso ist es ja häufig so, dass die Leute, also das Wozu muss klar sein. Warum machen wir das? Am besten ist es, es gibt einen Anlass. Also zum Beispiel, die Zusammenarbeit läuft nicht gut. Oder es gibt Konflikte. Oder irgendeiner im Team zieht nicht richtig mit. Oder, ne, also sowas. Es muss eine gewisse emotionale Betriebstemperatur da sein, sonst wird das nicht angenommen. Und wenn ich dann, nicht mehr in den Hals beißen, wenn ich also dann das klar gemacht habe, warum ich das für nötig halte, so nach dem Motto, lasst uns mal was ausprobieren, dann funktioniert das ein bisschen besser. Da rede ich gar nicht so viel davon, wir sollten uns mal den Werten widmen, sondern ich rede mehr davon, was das schöne Ergebnis sein wird. Ja? Ja. Und trotzdem gibt es halt Leute, die wollen nicht, aber das ist ja immer so. Ja? Okay. Ja, spannend. Im Chat waren auch schon noch einige andere Hinweise. Da kann man ja gerne noch mal reinschauen. Da habe ich irgendwie den Wertequadrat von Schulz von Thun wurde da erwähnt. Genau. Dass es auch wertvoll wäre, das eben regelmäßig die Wertbestimmung zu machen und sowas. Ja, also da kann. Darf ich dazu noch was dazu sagen? Ja, natürlich, ja. Wir haben jetzt, wie gesagt, das habe ich jetzt unterschlagen, weil ich mir nicht so sicher war, ob ich mit der Zeit hinkomme. Aber tatsächlich habe ich das mit den Partnerwerten genau auf Basis von dem Wertequadrat von Schulz von Thun entwickelt. Mir erschien es nur zu kompliziert, dann auch noch wirklich das Quadrat zu machen. Also derjenige, der das kennt, weiß, wovon ich rede, dann hört es dann irgendwie auf und wird dann einfach zu komplex. Ja, aber genau daher kommt es. Darauf habe ich das, dadurch kam die Idee. Ja. Ja. Okay. Eine spannende Frage, die im Chat auch aufkam, war, erkennt man die Werte über das persönliche Verhalten? Denn tatsächlich ist das nicht abhängig vom Kontext von der Organisation.
Sag nochmal, Entschuldigung. Naja, also prägt nicht die Organisation oder der Kontext, in dem ich arbeite, das, wie ich mich verhalte und damit auch irgendwie vielleicht meine Werte? Doch, auf jeden Fall. Ja, das ist ein wichtiger Hinweis. Also, ne, ich habe jetzt wirklich nur das Tool vorgestellt. Und das Ganze außenrum habe ich eben nur im Buch, aber das ist ja genau der Punkt, warum ich versucht habe, ein Werkzeug zu finden, weil es wird immer so getan, als könnte man Werte an der Supermarktkasse kaufen, aber die sind ja im Laufe eines Lebens, also nicht nur im Unternehmen, sondern im Laufe eines Lebens auf Basis von Erfahrungen, von Sozialisation etc. Entstanden und können deswegen auch nicht einfach geändert werden, so auf Schnack, ja, sondern auch da muss ich ja für mich erkennen können, dass es Sinn macht, ja, sonst werde ich das nicht wollen. Und gute Nachricht ist ja auch, wenn ich auf eine andere Art und Weise arbeite, dann wird sich ja mein Mindset in Teilen auch von alleine anpassen müssen, weil eine neue Denkbahn entsteht, ja. Und dadurch, dass ich mich mit den Werten ernsthaft auseinandersetze, habe ich die Chance, dass sie sich entwickeln, aber das auch nur, ich sag mal, wie eine Pflanze und nicht auf Schnack. Ja, mhm. Es wächst und es ist ein Prozess. Ja. Ja, sehr spannend. Jetzt gab es im Chat noch die Frage, ob man dir dann unbedingt eine SMS schicken müsste. Ich würde jetzt mal behaupten, wenn man dich über deine Website kontaktiert und dir eine E-Mail schickt oder wie auch immer, geht das sicherlich auch. Nee. Das schaffe ich nicht. Das ist eben genau das Problem. Das Versenden, das passiert automatisiert. Ansonsten. Ah, okay, verstehe. Und da und so und raussuchen. Und da müssen die Leute sich dann überlegen, ob sie das machen wollen oder nicht. Auf jeden Fall, die Slides gibt es ja im Nachgang. Und ja, genau. Dann können die Leute sich sicherlich irgendwie kontaktieren. Ja. Genau, wie gesagt, ich kann anbieten. Du kannst ja auch nochmal in den Hopin-Chat reingucken. Ihr könnt auch noch eine Session starten. Ansonsten danke ich dir sehr für diesen Einblick. Und werde das selbst in meinem Team ausprobieren. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht und jetzt geht die Sky mit mir Pipi machen. Ja, genau. Sehr süß. Wie gesagt, ich habe schon gelesen, Schulz von Thun und Hundebaby ist einfach eine geniale Kombi. Also vielen Dank auch dafür. Und ja, bis bald, Katharina. Ciao. Tschüss. Ja. Viel Erfolg. Danke, danke.